Apple hat die WWDC gestern in Form von einer großen Keynote, wie immer, wie in den letzten Jahren, eröffnet. Es war eine sehr spannende und interessante Keynote und ich möchte euch heute in diesem Video ganz kurz ein paar Details, ein paar Highlights von gestern liefern und möchte euch auch meine persönliche Meinung und Einschätzung dazu bieten und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Bevor wir zu den Neuerungen kommen, fangen wir vielleicht damit an, wie die Keynote selbst aufgebaut war und vielleicht habt ihr sie ja auch gestern Abend geschaut. Ich persönlich fand es ziemlich interessant zu sehen, was Apple macht, wenn man mal kein Publikum vor Ort hat, welches alle paar Minuten Applaus spendiert. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, das war für mich persönlich mal vom Inhalt abgesehen die beste Keynote, die Apple in den letzten Jahren abgehalten hat. Diesen Übergang mit den Drohnen und mit den verschiedenen Gebäuden und mit diesen kleinen Parts, wo man dann nach und nach die Funktion vorgestellt hat, fand ich persönlich sehr angenehm und ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, dass ich mir sowas für die Zukunft auch durchaus vorstellen könnte, auch wenn man, wenn der nach der Corona-Krise vielleicht wieder lokale Events abhalten kann, vielleicht kann man das Ganze auch ein bisschen kombinieren mit Live-Publikum und mit so einer Art digitalen Form, hat mir persönlich ehrlich gesagt sehr gut gefallen. Kommen wir zu den Neuerungen, die gestern präsentiert wurden und natürlich ist wie in den letzten Jahren iOS mit die wichtigste Plattform von Apple gewesen und da wird uns im Herbst iOS 14 erwarten. Da ist eine der größten Neuerungen, sind die neuen Widgets, sprich für einen neuen Homescreen, den man jetzt auch mit einer Art neuem App-Layout anordnen kann. Apple spricht davon, dass Siri deutlich besser geworden ist. Man hat eine Funktion namens Car Key präsentiert, eine Art digitaler Autoschlüssel, der mit BMW in den nächsten Wochen bereits eingeführt wird, sprich er kommt auch mit iOS 13.6. Dann gibt es die Apple Clips, das ist so eine Art, ich nenne es jetzt einfach mal Lite-App, die man quasi ohne eine App im App Store herunterladen zu müssen starten kann. Simples Beispiel, ihr wollt euch einen E-Scooter in der Stadt ausleihen und wollt euch jetzt nicht extra die App runterladen, dann könnt ihr mit einer Art App-Clip das Ganze einfach direkt starten. So eine Art, ich nenne es jetzt einfach mal eine Mischung aus einer App und einer mobilen Webseite. Ihr meldet euch dann zum Beispiel mit eurem Apple-Account an, zahlt mit Apple Pay und das Ganze funktioniert einfach, ohne dass ihr irgendwie vorher eine große App im App Store herunterladen müsst. Die große Neuerung oder die große Ankündigung, das habe ich ja bereits in den Gerüchte-Videos erwähnt, ist, dass iOS 14 für alle Geräte mit iOS 13 erscheinen wird. Weiter ging es mit iPadOS 14 und das bekommt natürlich die Neuerungen von iOS 14, sprich die neuen Widgets. Dazu kommt eine bessere Stifteingabe, sprich iPadOS erkennt die handgeschriebene Schrift besser und kann sie umwandeln. Und ehrlich gesagt war es das eigentlich auch schon mit den großen Neuerungen von iPadOS. Wie gesagt, der Fokus lag sehr stark auf den Funktionen, die wir von iOS 14 dann auch kennen. Und ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen damit gerechnet, dass nachdem man jetzt den Namen ganz klar letztes Jahr getrennt hat und iOS und iPadOS besitzt, auch ein paar mehr Funktionen, speziellere Funktionen noch für das iPad zeigen wird. Aber da hat sich Apple dann doch an die alte, sage ich mal, Strategie gehalten und die beiden Versionen weiterhin sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Für WatchOS gab es natürlich ebenfalls ein Upgrade und da wird es dann im Herbst Version 7 geben. Die bringt das Schlaftracking mit, welches ja schon voraussichtlich letztes Jahr für WatchOS anstand. Was auch neu ist, sind zwei neue Watchfaces. Allerdings kann man weiterhin keine Watchfaces von Drittanbietern entwickeln. Es gibt jetzt die Möglichkeit, mehrere Komplikationen von einer App auf einem Watchface anzeigen zu lassen. Und bei den Workouts hat man jetzt die Option für Tanzen, für mehrere Tanzstile eingefügt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann muss ich sagen, geht so. Also das WatchOS-Upgrade ist okay, aber da haben wir schon bessere Upgrades gesehen. Da hätte ich mir vielleicht ein kleines bisschen mehr noch für dieses Jahr gewünscht, aber vielleicht kommt dann mit der neuen Apple Watch im Herbst auch noch mehr Funktionsumfang dazu. Das große Highlight, und das hat man daran gemerkt, dass es sich Apple für die komplette zweite Stunde aufgehoben hat, war das Thema Macs. Und zwar nicht nur macOS Big Sur, also Version 11 tatsächlich. Man springt erstmals seit vielen Jahren von Version 10 auf Version 11. Und das hat damit zu tun, dass es ein komplett neues Design mit frischen Icons, mit allem drum und dran gibt, also ein komplett neues, eine neue Benutzeroberfläche, die man stark bearbeitet hat. Es gibt ein großes Update für Safari und das ist quasi so das Highlight von macOS. Aber es ging nicht nur um macOS gestern, sondern es ging allgemein um die komplette Mac-Plattform. Denn Apple hat das präsentiert, was auch die Gerüchteküche im Vorfeld seit vielen Monaten vorher gesagt hat. Man verabschiedet sich von Intel-Chips. Man wechselt zu ARM-Chips und das bedeutet in Apple-Sprache, man wechselt zum Apple Silicon.
Man hat noch keine neuen Chips angekündigt. Vermutlich wird es der Apple A14 sein, den man dann in einer speziellen Version für die ersten Macs präsentieren wird. Die Gerüchteküche spricht davon, dass wir ein MacBook Pro und ein iMac als erstes sehen werden. Vermutlich gibt es dann auch noch ein MacBook Air und Co. in den nächsten Jahren. Apple spricht davon, dass man innerhalb von 2 Jahren alle Macs auf ARM-Architektur umgezogen haben möchte. Ich sehe das bei einem Mac Pro noch ein bisschen skeptisch und vermute, dass man ihn aus diesem Grund auch jetzt schon präsentiert hat, da der Mac Pro in den nächsten 4, 5 Jahren vermutlich kein Upgrade bekommen wird und dass dieser PC dann höchstwahrscheinlich noch eine Weile mit Intel unterwegs sein wird. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass die ARM-Architektur schon das bieten kann, was ein Mac Pro bieten kann. Aber für einen normalen Mac, für einen normalen Mac Mini, für einen MacBook Air und sowas in dieser Art ist das natürlich eine große Sache. Und Apple wird dann macOS in den kommenden Jahren für Intel und für ARM-Prozessoren anbieten. Die ganzen Apps, das hat man bereits bestätigt, sind bereits für die neue ARM-Architektur angepasst. Und der erste Mac mit einem Apple Silicon Chip soll noch in diesem Jahr präsentiert werden. Neben den großen Ankündigungen gab es noch das ein oder andere kleine Highlight, welches so nebenbei erwähnt wurde oder welches jetzt erst im Nachhinein bekannt wurde. Und das ist unter anderem, dass der HomePod den Support für Spotify und andere Musikdienste bekommt. Das Update für tvOS fällt sehr klein aus. Allerdings gibt es jetzt endlich eine YouTube-App, die 4K abspielen kann. Für die AirPods gibt es 2 neue Funktionen. Also einmal gibt es jetzt die Option, dass die AirPods automatisch erkennen, an welchem Apple-Gerät ihr euch gerade befindet und automatisch wechseln, sprich zwischen einem iMac oder einem iPad oder einem iPhone. Das müsst ihr jetzt nicht mehr den Einstellungen ändern, sondern die AirPods sollen in Zukunft automatisch erkennen, welches Gerät ihr gerade nutzt und von dort dann auch die Musik abspielen. Außerdem bekommen die AirPods Pro einen besseren Sound, eine Art Surround Sound im Herbst spendiert. Da arbeitet Apple mit Algorithmen, dass das Ganze funktioniert. Bei CarPlay tut sich auch ein bisschen was. Da gibt es jetzt das haben wir auch in der Gerüchteküche bereits gesehen, die Wallpaper. Sprich, ihr könnt hinter den Apps jetzt ein eigenes Hintergrundbild anlegen und es werden auch ein paar neue Apps hinzukommen, zum Beispiel um Essen zu bestellen oder Ladesäulen für Elektroautos anzuzeigen. Da werden in Zukunft auch CarPlay-Apps folgen. Wann werden diese ganzen Updates kommen? Wann werdet ihr sie nutzen können? Das läuft eigentlich wie in den letzten Jahren auch ab. Apple wird oder hat bereits am gestrigen Abend die erste Entwickler-Beta veröffentlicht. Die kann man sich mit einem Entwickler-Account bereits herunterladen und auf seinem Mac oder auf seinem iPhone installieren. Davon kann man natürlich schleunigst abraten, denn die erste Beta ist selten stabil, auch wenn man hört, dass diese schon ganz gut läuft. Die erste Public-Beta wird dann meistens auf der zweiten Beta für Entwickler basieren und die soll laut Apple im Juli kommen, sprich dann kann jeder das OS testen. Aber auch da rate ich wie immer zur Vorsicht und würde noch nicht die erste Beta testen, es sei denn, ihr habt ein Zweitgerät, auf dem ihr das in Ruhe ausprobieren könnt. Auf dem Hauptgerät würde ich von den ersten 1, 2, 3 Betas durchaus abraten, eigentlich grundsätzlich, aber ich werde dann natürlich wahrscheinlich irgendwann auch die Beta installieren und mir diese genauer anschauen. Das Thema wird auf diesem Kanal also auch weiterhin eine Rolle spielen. Grundsätzlich muss ich sagen, war das die Keynote selbst, das habe ich ja bereits anfangs erwähnt, meiner Meinung nach eine wirklich sehr gute, eine sehr interessante Keynote, auch ein sehr interessanter Ansatz, wie ihn Apple jetzt in der Corona-Krise gewählt hat. Diese reine Online-Form tat der Keynote meiner Meinung nach sehr gut. Für viele ist der Schritt zu den ARM-Prozessoren vielleicht erstmal langweilig oder das mag nicht so spektakulär klingen. Für Apple ist das aber einer der größten Schritte in den letzten Jahren und daher war das einer der bedeutendsten Keynotes, WWDC-Keynotes von Apple in den letzten Jahren. Auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick nicht so aussehen mag. Der Mac hat eine große Rolle in den letzten Monaten gespielt, was die Pro-Nutzer angeht. Da hat Apple viel getan, viel verbessert. Und der Mac wird in den kommenden Monaten eine sehr, sehr große Rolle im Ökosystem von Apple spielen. Apple hat letztes Jahr betont, dass macOS und iOS niemals verschmelzen werden. Das hat man mit einem klaren Nein ausgedrückt. Aber ich finde, das, was man jetzt gesehen hat, kommt doch schon ganz nah in diese Richtung. Zum Beispiel werden die Macs, die mit ARM-Prozessoren dann in den nächsten Monaten auf den Markt kommen, iOS-Apps komplett nativ darstellen können. Sprich, ihr könnt jede iPhone-App in Zukunft auf einem MacBook Pro zum Beispiel nutzen, nativ. Da muss der Entwickler nichts anpassen. Und das ist dann doch schon meiner Meinung nach ein sehr starker Schritt in Richtung verschmelzen. Vielleicht werden die Plattformen nie eins, aber sie sind so stark in den letzten Jahren miteinander verschmolzen, dass sie sich durchaus sehr ähnlich sind. Und ich finde, das erkennt man auch an der neuen Optik von macOS. Grundsätzlich bin ich gespannt, was da in den kommenden Wochen kommen wird. Kurz vor meinem letzten Video mit der Preview für die WWDC wurde noch bekannt, dass keine neue Hardware gezeigt wird in diesem Jahr. Das habe ich in dem Video nicht mehr berücksichtigen können.
Apple hat sich dann auch daran gehalten und gestern keine neue Hardware präsentiert. Aber man hat bereits indirekt, das macht Tim Cook eigentlich ganz gerne, angeteasert, dass da in den nächsten Wochen und Monaten einiges folgen wird. Es ist einiges an Hardware für die kommenden Monate bei Apple geplant. Ein neuer iMac, neue iPads, ein neuer Apple TV, ein neuer HomePod etc. Und das wird dann natürlich auch auf diesem Kanal eine Rolle spielen. Gestern wollte man sich tatsächlich mit großem Fokus auf die Software konzentrieren und hat tatsächlich auch dem Übergang oder dem Ende von Intel eine sehr große Rolle spendiert. Das fand ich persönlich sehr interessant. Und ich bin mal gespannt, wohin die Reise von den Macs in den kommenden Jahren gehen wird. Das war meine persönliche Meinung mit ein paar meiner persönlichen Highlights von der WWDC von Apple. Ich werde mir in den kommenden Wochen dann höchstwahrscheinlich auch mal die Beta im Alltag in Ruhe anschauen. In erster Linie interessiert mich der iPadOS 14, wenn ich ganz ehrlich bin, und werde euch dann auf diesem Kanal vielleicht auch in den kommenden Wochen dann auch mal meinen persönlichen Eindruck von iOS 14 liefern, vielleicht auch ein paar Tipps und zu den Features bringen. Bleibt also gerne mit dabei. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.